ねえ、プラフタ。私、プラフタに聞きたいことがあるんだ。Hey, Plachter, es gibt da etwas, was ich dich fragen möchte. Und das wäre? Weißt du, du schaust immer so traurig aus der Wäsche, wenn du über Luard sprichst. Ich wüsste gern, warum. Verrätst du es mir? So, das Ja, ich verstehe. Wirkte es auf dich so? Es gibt so viele Dinge, an die ich mich gerne erinnern würde, aber ich kann es nicht. Und diese eine Sache, die würde ich am liebsten vergessen und kann es nicht. Plachter! Es liegt vermutlich daran, dass Luard einst mein Freund war. Er war ein unersetzlicher Freund und einer, der mit mir zusammen Alchemie erforschte. Was, du und Luard, ihr kamt aus demselben Dorf? Ja, auch wenn er jetzt anders ist, war er nicht immer so. Du hast mich schon einmal gefragt, warum ich mit der Alchemie begann. Oh ja, ich erinnere mich dran, als ich das gefragt habe. Du sagtest, es wäre ein Geheimnis. Luard und ich studierten einst Alchemie gemeinsam und hatten das gleiche Ziel. Wir wollten mit der Alchemie den Menschen Glück und Wohlstand bringen. Warte mal, das ist doch... Genau, derselbe Grund, der dich antreibt. Ich war ein wenig beschämt, als du fragtest. Deshalb habe ich es verborgen. In der Vergangenheit hatten Luard und ich die gleichen Träume wie du und erforschten die Alchemie aus diesem Grund. Oh, das wusste ich nicht. Allerdings hat Luard diesen Grund vergessen. Ursprünglich war die Alchemie ein Mittel, um unsere Ziele zu erreichen. Aber mittlerweile ist die Alchemie zum Ziel an sich geworden. Ne, Plachter. Plachter, was Luard machst du? Tja, und Plachter, was machst du jetzt mit Luard? Utschimas. Kono te de. Nan to shite mo. Kako de mo sou shimashita. Ich muss ihn töten. Mit meinen eigenen Händen, ganz egal, was es auch kostet. Genau wie ich es in der Vergangenheit schon einmal tat. Luard darf einfach nicht seine Forschung mit der Ablationsalchemie fortsetzen. Wirklich? Was? Willst du Luard wirklich töten? Denkst du das wirklich? Ich. Plachter hat mich erinnert, oder? Mein Wunsch. Wie ich sehe, erinnerst du dich an meinen Wunsch, alle Leute glücklich zu machen mit der Alchemie. Sono minna no naka ni wa ne. Mochiron da kedo, Plachter no koto mo haitteru nda yo.
Und natürlich schließt alle dich mit ein, Plachter. Plachter, wenn du jetzt Luard töten würdest, wärst du dann wirklich glücklich? Ist es das, was du wirklich möchtest? Nein, das ist es nicht. Auch wenn er sich verändert hat, war Luard doch einst mein Freund. Wir hatten die gleichen Träume und haben gemeinsam Alchemie erforscht. Er war ein unersetzlicher Freund. Natürlich möchte ich ihn nicht töten. Aber es gibt einfach keinen anderen Weg. Wenn ich Luard so belasse, wie er ist, dann... Hey Plachter, wie wär's, wenn wir gemeinsam Luard überzeugen? Ihn überzeugen? Ja, er muss einfach begreifen, dass die Ablationsalchemie gefährlich ist. Er hatte doch mal die gleichen Träume wie du, oder? Dann sollte es doch klappen. Ich weiß, er wird es begreifen. Wir müssen nach einem Weg suchen, dass alle glücklich sind, okay? Wie ich sehe, ist es dir mit dem Traum, den ich auch hatte, viel ernster, als es mir war. Vielen Dank. Ich werde es noch stärker versuchen, meinen Traum zu durchblicken. Versuchen wir gemeinsam, Luard zu überzeugen. Um ehrlich zu sein, gibt es da kaum Hoffnung auf Erfolg. Aber wir müssen es zumindest versuchen. Ja, das stimmt. Also, packen wir es an. Gemeinsam. Important Events. Find a way to make everyone happy. Ja, das ist schön. Das, in der Realität gelingt sowas nur nicht. Alle glücklich sind. Irgendjemand hat immer was zu meckern. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich wollte noch mal die Flame of Origin bauen. Das muss ich noch mal eben machen. Ein Level zu niedrig, ey. Das Problem ist, ich muss sie dann ja noch mal bauen, damit sie dann auch gut wird. Und muss ich vorher wahrscheinlich noch Zutaten sammeln. Auf jeden Fall haben wir hier alles schön rot. Bis auf dieses, ne? Ja, Dunkelstern, vielen Dank auch. Ein bisschen was Rotes vielleicht noch. Nein, gar nichts. Also nehmen wir hier unsere Pendel-Logs. Da kommen wir dann zumindest über die 60 rüber. Hier haben wir eh nur die eine Wahl. Hier haben wir auch wenig Auswahl. Ich will jetzt auch gar nicht die Super Trades nehmen.
So, hier auf jeden Fall auch was Rotes. Bietet sich eine Ori-Bombe an. Vor allen Dingen haben wir bei der Ori-Bombe auch schon ganz gute Trades mit dabei. Oh, grausam. Schwingenkessel ist ein Muss, damit wir dann hier auch wieder alles schön auf Rot umschwenken können. Dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Boah, das ist aber wirklich... Ach, warte mal, komme ich hier überhaupt... Ja doch, hier würde ich schon noch was reißen können. Kriege ich den hier auch und den kriege ich auch noch irgendwo unter. Naja, müssen wir mal gucken. Ja, sind wir über die 80 rüber, 120 ist schwierig. Dann müssen wir jetzt mit denen hier mal gucken. Warte mal. Für dich würde sich ja sowas hier anbieten. Und dann mal gucken, ob du hier dann... Ja, das würde auch gehen. So, ist sogar noch ein bisschen besser. So, haben wir wenigstens noch nur einen mittleren MP-Verbrauch. Und jetzt muss ich den hier mal vorbereiten. Na, da sehe ich schon einen schönen Platz. Dann kommst du nämlich hier rüber. Kommst du dahin und das machen wir mit dir. Schön ist es nicht. Ach so, warte mal, wir können so rum. Ja, da kommen wir nicht auf die 150, ne? Aber das andere ist auf Max, das Inflict Blind, das kriegen wir auch nicht auf 120. Ne, da brauchen wir noch einen besseren Crimson Stone, um die Power da auf 150 zu bringen, oder ich habe ja später nochmal einen Anlauf. Jetzt muss ich da irgendwie Kind of... Warte mal, ich musste da Kind of Light unterbringen. Habe ich das überhaupt mitgenommen? Blödsinn, ne? So ein Blödsinn von mir. Obtained, das muss ja irgendwie ganz unten sein. Ist ja gerade noch mal gut gegangen. So, wir bleiben im Feenkessel. Was haben wir jetzt hier? Das ist da, okay. Dann fange ich jetzt auch mit diesen Teilen hier mal an. Und da sind wir jetzt schon auf die 180 gekommen. So, du musst auf jeden Fall ein gutes Ergebnis liefern, da zum Beispiel. Könntest du jetzt mal einfach so hier hin? Das ist natürlich blau da, das müssen wir gleich nochmal ändern.
Eigentlich muss das da weg. Warte mal, wir haben noch irgendwo. Hier müssen wir noch ein T-Stück unterbringen. Das ist zu wenig da oben. Gehst du noch mal hier mit hin? So. Ja, jetzt habe ich das Blind da unten nicht mehr drin. So ist das Leben halt. Kann man da nicht noch irgendwas machen? Besser als nichts. So, und du? Das blöde T-Stück, ich krieg das hier nicht vernünftig unter. Sache ein bisschen näher gekommen. Ganz knapp eigentlich bei Power of Origin. Weil uns da rote Felder fehlen. Jetzt haben wir 37%. Ist egal, ich lasse das jetzt so. Ich will nicht noch immer da weiter basteln. So, Kind of Light brauchten wir. Mehr Schaden und 15% mehr würde ich dann auch noch mal sagen. Das hier würde 20% gegen einen einzelnen Gegner liefern. Ich weiß jetzt den Wirkungsbereich von der Flame of Origin nicht. Wir werden ja meistens einen einzelnen Gegner haben. Ich nehme das hier mal rein. Ja, und da fehlen uns immer noch 92 Erfahrungspunkte bis Level 50. Muss man noch ein bisschen was basteln, bis wir eine vernünftige Flame of Origin hinbekommen. Gut, die war jetzt eh zum Abgeben. Jetzt haben wir mitten in der Nacht. Die Folge ist schon relativ lang. Ich will die Sachen dann aber noch abgeben. Ach, das können wir auch nachts, genau. Die Lightning Crystals mit Low Price, kann ich mal eben gucken, ob das so einfach möglich wäre. Da fehlt mir Blitzlight. Achso, nee, da haben wir Low Price Plus.
Low Price Plus. Da sowieso nicht. Hier haben wir Low Price. Dann machen wir das gerade nochmal eben. Ich will jetzt nichts mit Preis da noch haben, nicht, dass sich da irgendwas noch ausgleicht. So, davon brauchen wir jetzt aber zwei Stück. Die sind alle gleich, okay. Ja, das heißt, ich muss den guten Blitzlight hier einmal mit verwenden. Oder das sehen wir gleich nicht. Ich krieg da nur eine raus. Okay. Moment mal, habe ich jetzt... Nicht, dass ich hier noch was mit Preis wieder drin habe. Was habe ich denn jetzt hier genommen? Hallo? Achso, genau, den hatte ich genommen. Okay. Okay, das sind die beiden, ja, ist klar. Gut. これで釜はどれにしよう。よし、やってみよう。いいこと起こりそうの予感。よし、いい調子。よし、いい調子。そう、そう。 Hey Plachter, kann ich dich was fragen? Und das wäre? Warum wollten du und Luard dann die Leute mit der Alchemie glücklich machen? Wenn wir da den eigentlichen Auslöser kennen, dann ist es vielleicht leichter, ihn zu überzeugen. Ein Grund? Da gab es eigentlich nicht so viel. Das macht mir nichts aus. Oder das ist mir egal. Verrätst du es mir? Ich glaube, es war, als wir noch ungefähr in deinem Alter waren, Sophie. ある年、住んでいた村が干ばつになって、作物が不作になってしまったことがあったのです。In einem Jahr
gab es eine große Dürre in dem Dorf, in dem wir lebten. Und unsere Feldfrüchte wuchsen kaum. Luard und ich wollten etwas dagegen tun. Also haben wir aus dem ganzen Dorf Bücher gesammelt und angefangen, Alchemie zu lernen. Wir haben Alchemie studiert, uns neue Rezepte ausgedacht und einen Gegenstand hergestellt. Und wir haben das Problem des Dorfes lösen können. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie dankbar die Leute in dem Dorf waren. Und es war ein freudiges Ereignis. Wo ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich, das war der Grund, warum Luard und ich begannen, denselben Traum zu verfolgen. Ich verstehe, also ist sowas passiert. Ich habe jetzt nur mal drüber nachgedacht, aber... Vielleicht könnten wir dann genau diesen Gegenstand nochmal herstellen, den ihr damals hergestellt habt? Den Gegenstand? Es war doch der Gegenstand, der mit dem euer Traum begann, oder? Vielleicht, wenn er den wieder sieht, würde auch Luard sich erinnern, was sein wahrer Traum ist. Ich verstehe. Es sollte ein Versuch wert sein, wenn du so sehr daran glaubst. Ich gebe dir das Rezept. Es war ja etwas, was wir damals schon herstellen konnten, also sollte es für dich ein Klacks sein. Danke, Plachta, ich mach's dann mal. Ein Prototyp-Dünger. Ja, machen wir dann. Jetzt machen wir noch erstmal die zweite Blitzbombe. Also Lightning Crystal. Dann können wir nämlich noch ein bisschen Geld verdienen. Oh, das wäre gut. Ich weiß nicht. Low Price brauchte ich, ne? Ich hoffe mal, ich habe das bei der anderen Blitzbombe auch angeklickt. Neun Erfahrungspunkte bis Level 50. So, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir dafür jetzt alles? Genau. Das ist gut.
Da haben wir auch alles. Da noch nicht. Noch keine Ahnung, wie ich das Breezy Aroma überhaupt herstellen soll. Und wir haben den 28. Am 29. ist Tess wieder da. いらっしゃい。よく来ましたね、ソフィー。 Also in ein paar Stunden. どの依頼を? Ja, das kann ich auch mal eben abgeben. Oh, ich habe gar keine schlechte Qualität mehr. Die haben alle Low Price. Okay. So. Report. Zack, weg. 3.500 hat es gebracht. Okay. Hier kommt auch nochmal richtig Kohle rein. Ein Pretty Fragment. Da müssen wir gleich mal gucken, was das dann bringt. Sword noch obtained. Dann müsste es ja ganz unten sein. Okay, das ist jetzt nichts Besonderes. Hätte ja sein können. Wahrscheinlich brauchen wir dieses Gras hier für den Dünger. Den bauen wir jetzt aber nicht. Jetzt einmal kurz im Atelier. Und ist jetzt schon neuer Tag? Nein, noch nicht. Gehen wir noch einmal kurz hier raus. Ich will einfach noch einmal mit Tess sprechen. Wir haben lange nicht mit Tess geredet. Und deren Story ist ja noch nicht abgeschlossen, so wie ich mir das denke. Na, okay, es sind keine Leute, die ich kenne. Jetzt haben wir Wochenende. Aber Tess ist nicht da. Warum nicht? Erst tagsüber. Er ist ja auch nicht auf dem Bild jetzt. Ist egal, ich gehe jetzt einfach nochmal ins Café und wieder zurück, bis sie dann da auftaucht. Oh, nichts Neues. Schade. So, Gerüchte habe ich vorhin noch nicht gefragt. Also, hier gibt es auch noch was Neues. Eine farbenfrohe Weste möchte jemand haben. Velvetes. Mystery Elixir mit Low Price. Ne, jetzt reicht mir das mit diesen ganzen Sachen. Sonst kriege ich einen Auftrag nach dem anderen, bin die ganze Zeit damit beschäftigt, Aufträge abzuarbeiten und kriege sonst nichts auf die Reihe. Jetzt haben wir genügend Aufträge gemacht und dann reicht es auch. Das können wir mal ausprobieren. Nee. Wir sind kurz davor, neue Waffen und sowas herzustellen. Das
das machen wir jetzt noch nicht. Ich denke, wir machen in der nächsten Folge einfach mal den Dünger und gucken, wie die Hauptstory weitergeht. Also bis morgen dann. Tschüss.